ja, nicht nur ohne mich, sondern auch von dem Herrn von der VAG. Der war eigentlich der Hauptmann, der ist hier reingelaufen. Ich habe es bloß gesehen, als er da reingelaufen ist ins Wasser. Und dann habe ich da oben, weil ich hier gleich um die Ecke wohne, gehalten und eben gefragt, ob er Hilfe braucht. Und er hat geschrien, er braucht noch jemanden zum Rausziehen, da ist jemand drin. Und dann bin ich halt mit reingelaufen und habe den Mann mit rausgezogen. Und ich sage mal, 30 Sekunden später wäre der Mann wahrscheinlich ertrunken und wir hätten ihn auch nicht mehr rausgekriegt, weil wir mussten auch die Scheibe mit dem Hammer einschlagen. Gut, also ich bin hierher gefahren, da war es schon bis hier oben und das Auto war schon über die Hälfte mit Wasser zu. Und wie gesagt, der Mann im Auto, das war ein älterer Herr, der hat kaum noch Luft gekriegt und hat natürlich Panik bekommen, weil er natürlich eingeklemmt war, auch mit dem Fuß. Und ja, den haben wir dann praktisch mit einmal untertauchen nach oben kriegen können oder rausziehen können. Naja, wenn so ein schweres Unwetter ist, ist die ziemlich schnell immer voll. Und für uns ist eigentlich unbegreiflich, wie man da immer wieder reinfahren kann.